Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Megional. Heute ist Montag, der 23. November. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und wieder mit dabei sind. Glück auf und guten Abend. Das Wochenende, liebe Zuschauer, war wie immer viel zu schnell vorbei und viel zu kurz. Positiv, dass wir jetzt den Montag schon hinter uns gebracht haben. Blicken wir aber trotzdem mal auf die vergangenen Tage zurück, denn es war wieder viel los bei uns im Sendegebiet. Unter anderem gab es den Tag der offenen Tür bei der Lebenshilfe in Marienberg. Nicole Fugmann-Müller hat sich in dieser Institution mal umgeschaut und war mit Frau Schulze im Gespräch. Herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür, hieß es am Samstag in der Marienberger Werkstatt des Lebenshilfewerkes Mittleres Erzgebirge. Mit viel Eifer und Freude hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Tag vorbereitet und freuten sich über den regen Andrang und das Interesse der Besucher. Die Geschäftsführerin Katrin Schulze sagte uns dazu. Der Tag der offenen Tür war deshalb uns wichtig, dass die behinderten Mitarbeiter ihre Arbeitsleistung ihnen präsentieren konnten, ob es im Produktionsbereich ist oder auch bei der Fertigung eigener Artikel, ob als Dekorationsmaterial oder auch bei den Getränken oder Speiseversorgung, wo sie ja gerne kosten konnten und sicher etwas mit nach Hause für die Weihnachtszeit auch als Geschenk für ihre Lieben mitnehmen konnten. Unsere Werkstattmitarbeiter sind sehr begeistert und haben den Tag schon sehnsüchtig erwartet gehabt, weil sie sind stolz, ihre Arbeit zu präsentieren und freuen sich über jeden Gast, der kommt und mit Interesse berichten sie über ihre tägliche Arbeit. Also wir machen verschiedenes Zeug, als Keramik ist immer, ja. Macht ihr viel Spaß? Oder? Klar macht Spaß und das macht mir auch Spaß, Zeug. Aber Keramik ist was Kreatives, weil das mache ich gerne, weil es ist kreativ, das mag ich. Genau. Ja. Und man sieht, was entsteht. Ja, ist cool. Und oh, die ganzen Leute heute da, das fand ich richtig schön. Dass ich geguckt habe, war eine Frau da, die hat gesagt, die ist richtig begeistert, dass man das so, dass man, ich mache das ja, also, ja. Du kannst ja den Ofen, das siehst du ja bei jedem Ofen, der ist verschieden. Der wird nicht gleich. Der wird nicht gleich. Weil jeder Ofen hat eine andere Maserung, weil jeder Ofen ist ein Unikat, jeder Ofen, weil das ist ja genau dasselbe, wenn du hier ins Regal guckst bei uns, jedes Teil, was du machst, ist ein Unikat, jeder Ofen. Ich bin eine Dampfmaschine. Ja, muss ich ja runterdrücken. Und da kommt diese Teile rein, hier. Und kommt diese Teile da rein und kriegst du den Stift dann hier rein. Den kommt hier rein und dann muss er runtergedrückt. Kannst du uns doch mal eins zeigen, wie das gemacht wird? Was machst du? Zeig's uns bitte mal. Aber nur bloß einer. Es geht nicht viel zu backen bei dir. Ja, bitte. Ja. Es geht hier ganz schön nice hier zum Arbeiten. Mhm. Und auf was kommt es denn da an? Was muss man denn hier besonders beachten? Muss man sehr schnell kleben, weil hier das Sekundenleib und dann wird sofort fest. Das kann man dann nicht mehr, also kann man dann nicht mehr verrutschen. Ja, das geht dann nicht mehr. Also muss man konzentriert sein? Ja, genau. Wir produzieren in unseren Werkstätten, sowohl hier in Marienberg als auch in Olbernhau, eine breite Palette von Holzprodukten über Metallarbeiten bis hin aber auch aus Aufträgen aus dem hauswirtschaftlichen Bereich. Geht nicht, gibt es nicht. Unsere Werkstattmitarbeiter werden entsprechend ihrer Fähigkeiten von den Gruppenleitern zu den Arbeiten eingesetzt. Also es gibt ganz leichte Arbeiten, Montagearbeiten bis hin zu einzelnen Arbeitsschritten, bis hin zu schweren, komplizierten, komplexen Arbeitsaufträgen, zum Teil auch mit Maschinen. Für einige ist er mittlerweile kein Unbekannter mehr und hat schon einen gewissen Kultstatus erreicht. Seine Bühne ist momentan das Internet mit YouTube und den sozialen Netzwerken. Die Rede ist vom Hauer. Nun war er auch bei uns zu Gast im Studio. Der Hauer's wieder da, macht Platz, ihr Leid. Jetzt wird wieder gesungen, egal ob's euch freut. Ich hab's hier wieder ein bisschen über unser Land. Und aber dumme, ohne Verstand.
Ja, liebe Zuschauer, wir freuen uns wie Bolle. Endlich ist er bei uns im Studio und wie gesagt, wir freuen uns sehr, sehr drüber. Schönen guten Tag, Herr Hauer. Oder hallo, wie auf. Wir im Erzgebirge sind, wir eh alle auf du gebürstet. Grüß dich, schön, dass du da bist. Klick auf. Gut. Für viele bist du ja schon bekannt, aus dem Internet. Du hast da so ein paar Videos drin, dazu kommen wir aber dann noch. Erste Frage, woher kommst denn du eigentlich? Also gebürtig bin ich aus Scheibenberg, frischer, uriger Basaltnischel, kann man sagen. Ne? Aber wegen der Liebe wohne ich jetzt seit 2 Jahren in Stolberg. Ich habe mich mit meiner Freundin getroffen, sie kommt aus Zwickau, ich aus Scheibenberg, haben uns auf halbem Weg getroffen. Ne? Das ist gut. Ja. Jetzt mal auf deine Optik zu kommen. Mhm. Optisch der Bergbauer oder Bergarbeiter schlechthin. Hast du auch so eine Beziehung zum Bergbau? Also eine richtige Beziehung nicht direkt, aber mein Opa war wirklich Hauer, richtig fest im Bergbau gearbeitet. Mhm. Ne? Und ich habe halt vor vielen Jahren mit einem Kollege zusammen einen Mineralienkalender gemacht, mit erotischen Mineralienkalender, den kennt man bestimmt in der Region hier. Ja. Und da war ich halt die ersten 2 Jahre mit dabei und war halt unter Tage mit Fotos machen und die ganzen Models einrichten und so weiter und so fort. Ne? Also ein paar Sachen sind mit Bergbau verbindlich bei mir, aber so richtig tief auch nicht. Also ich mache schon seit vielen Jahren Musik, seit ich 16 bin, mehr in der Heavy-Metal-Richtung eigentlich. Aber das ist halt heutzutage sehr schwer in der Branche irgendwie noch Fuß zu fassen. Deswegen bin ich jetzt seit vielen Jahren so in der Ballermann-Trash-Schiene unterwegs. Ja, ja. Ne? Ausgedrückt, eine Hauer-Schublade gibt es nicht. Gibt's nicht. Ist alles offen. Jetzt hast du schon deine Lieder angesprochen. Wie viel gibt es derzeit? Also im Moment habe ich 3 Songs fertig mit Video. Ja. Und es sind auf jeden Fall noch mehr in Planung. Das ist auf jeden Fall Fakt. Das ist schon gut. Welches war das erste? Das erste war My Motherfucking Erzgebirg. Das klingt schon mal sehr spannend. Ja, sehr spannender und sehr exklusiver Titel. So ist es auch angekommen bei den Leuten. Ne? Okay, und also, am besten, wir gucken jetzt mal kurz rein. Wie bist du Ski? Wie bist du Ski? Mein Motherfucking Erzgebirg. Ich bleib dir treu, werd niemals Ski. Mein Motherfucking Erzgebirg. Wie bist du Ski? Wie bist du Ski? Mein Motherfucking Erzgebirg. Ich bleib dir treu, werd niemals Ski. Motherfucking Erzgebirg. Wer kommt denn auf die Texte? Tja, die Texte, die kommen alle aus meinem etwas verrückten Gehirn, sag ich mal. Mhm. Ne? Also ich bin textlich sehr gut bewandert. Wenn ich einmal ein Thema habe, dann geht es bei mir ratzibatz, habe ich den Text runtergeschrieben. Ja, verrückt, aber läuft. Kommt an. Läuft. Ja. Das ist gut. jetzt hast du auch ein Lied geschrieben, Gekachelt muss warm. Mhm. Und ja, hier spielt die erzgebirgische Sprache dir in die Karten. Es gibt hier unheimlich viel Zwischenraum, ja, wie man es rein interpretieren kann. Wann bist du da drauf gekommen oder wie kam es zu diesem Text? Also ich habe einen Kollege aus Geier, der ist wirklich Ofensetzer, der tut richtig mit Fliesen oder mit Kacheln arbeiten und hat gesagt, mach doch einfach mal einen Song übers Kacheln, weil das kann man ja zweideutig sehen, ne? Kacheln im Sinne von Fliesen oder Kacheln im Sinne von das andere halt. Das andere, genau, die Erwachsenen so machen. Mhm. Ne? Und ich habe das dann eigentlich bestimmt ein halbes Jahr auf der Halde gehabt, also in der Schublade lag das bei mir. Und jetzt neuerdings habe ich gesagt, jetzt musst du wieder mal einen neuen Text machen und da kommen wir das ganz gut zurecht. Ne? Und auch zu diesem sinnigen Text habt ihr ein Video dazu gedreht und da gibt es eine Akteurin. Mhm. Wie bist du zu der gekommen? Ja, das ist einfach eine Bekannte aus meinem Umfeld. Manche fragen mich immer, kannst du mich mal mit einbauen oder so? Mhm. Und jetzt habe ich halt wieder jemand gefunden, die sich da dafür angeboten hat und hat halt gepasst gleich. Ne? Alles klar. Und jetzt haben wir auch so viel von dem Video gesprochen. Auch hier gucken wir mal ganz kurz rein. Gekachelt muss man. Bin ich glatt in die Hust geschissen? Das haben wir doch Ski seit Gott immer gemacht. Ruf ich und Herna, wie's von hinten lacht. Ajo, ajo. Heute, liebe Zuschauer, ist eine Cranberry-Tag. Ja, an diesem Tag soll mindestens eine Cranberry gegessen werden. Die großfruchtige Moosbeere ist vor allem bekannt unter der englischen Bezeichnung Cranberry.
Sie ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Heidelbeeren in der Familie der Heidekrautgewächse. Unter anderem gelten die Beeren als unverzichtbarer Bestandteil des amerikanischen Thanksgiving-Menüs. In Deutschland findet man die Cranberry häufig unter dem irreführenden Namen Kulturpreiselbeere im Handel, schmeckt aber deutlich anders als Preiselbeeren. Sie ist herb und sehr sauer. Cranberry-Saft kann möglicherweise durch bestimmte Inhaltsstoffe verhindern, dass sich Bakterien an die Oberfläche der Harnwege heften. Tja, die Erreger finden somit keinen Halt und können mit dem Harn ausgeschwemmt werden. Eine entsprechende antiadhesive Wirkung ist belegt. Also, liebe Zuschauer, Mahlzeit. Ja, und sollte nun spontan keine Cranberry zur Hand sein, dann holen Sie es morgen einfach nach. Groß-Olbersdorf, Ortsteil Hopfgarten. Scheune brannte nieder. Am Sonntagabend gegen 19 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Grünauer Straße zu einem Brand gerufen. Eine Scheune stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Die Scheune brannte vollständig nieder. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Als mögliche Brandursache kommt Selbstentzündung des eingelagerten Heus und Strohs in Frage. Groß-Olbersdorf gegen Schutzplanke geprallt. Gegen 11.40 Uhr war am Sonntagmittag der 39-jährige Fahrer eines Pkw Toyota auf der Bundesstraße 174 aus Richtung Tschobau in Richtung Hohndorf unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Olbernhau, Ortsteil Rotental, Zaun gestreift, Zeugen gesucht. Ein bisher unbekannter Pkw befuhr am 22. November gegen 17.30 Uhr die Talstraße aus Richtung Olbernhau. In Höhe des Hausgrundstücks 55 kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Zaun. Dabei entstand daran Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Anhand einer am Unfallort aufgefundenen Blinkerleuchte konnte recherchiert werden, dass es sich um einen Pkw der Marke Audi 80 B3 handeln dürfte. Dieser müsste Beschädigungen an der rechten Seite aufweisen. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Marienberg unter 03735 6060 entgegen. Und geblitzt wird am Dienstag Drehbach, Ortsteil Spinnerei, Talstraße. Außerdem lauern auch die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes wieder an den üblichen Stellen und auch die Videomessfahrzeuge sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, liebe Zuschauer, Augen auf und Fuß vom Gas. Ja, und damit sind wir auch schon wieder fast auf der Zielgeraden der heutigen Ausgabe Megional. Und was fehlt jetzt noch? Genau, das Wetter. Nun ist er da, der Winter mit allem Drum und Dran, liebe Zuschauer. Heute Abend und in der Nacht zeigt sich der Himmel bedeckt und leichter Schneefall begleitet uns bis morgen früh. Die Temperaturen erreichen auch schon die Tiefstwerte in dieser Woche. Olbernhau minus 7 bis minus 2 Grad, Marienberg minus 7 bis minus 3 und Tschopau werden minus 6 bis minus 1 Grad. Der Wind weht mit einer leichten Brise um die 8 Stundenkilometer aus Westen. Der Dienstag wird der schönste Tag der Woche und startet mit einem heiteren Himmel, an dem sich ein paar Wolken zeigen, die aber nur Dekoration sind. Die Sonne beschert uns bis zu 7,5 Sonnenstunden. Ja, und die Temperaturen haben sich trotz alledem unter bzw. an der Nulllinie festgebissen. Olbernhau werden minus 3 und 0 Grad, Marienberg zwischen minus 5 und 1 und Tschopau zwischen minus 3 und 0 Grad. Der Wind dreht auf Südwesten mit 11 und in Spitzen bis 30 Stundenkilometer. Der weitere Ausblick. Am Mittwoch ziehen im Tagesverlauf wieder neue Wolken zu uns herein und der Himmel ist stark bewölkt. Im Gepäck haben diese wieder leichten Schneefall für das gesamte Sendegebiet. Das Quecksilber bewegt sich zwischen minus 4 und 0 Grad und der Wind weht aus südlichen Richtungen.
Die Wolkendecke wird am Donnerstag etwas dünner, genauso wie der Schneefall. Aber mit ein paar Flocken müssen wir trotzdem rechnen. Die Temperaturen nicht mehr ganz so frisch, mit zwischen minus 2 und 0 Grad. Der Wind dreht dann auf Nordwesten. Tja, und mehr zum Wetter gibt es dann morgen, liebe Zuschauer. Das war Regional am Montag. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich morgen für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Sie dann wieder begrüßen zu können. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und mit den folgenden Bildern sage ich Tschüss, bis morgen.